Heute im Campus Magazin. Von der Kunst, mal richtig zu entspannen. Wenn du nichts tust, mach es trotzdem richtig. Einfach mal die Luft anhalten. Kochen mit Lebensphilosophie. Und hier bin ich Mensch. Juri, gleich kochen. Vor dem Kochen erstmal entspannen. Mindestens eine halbe Stunde zu sich kommen, die eigene innere Balance finden. Was Shantani jeden Tag übt, hat in ihrer Heimat Indien eine lange Tradition. Wenn ich Yoga mache, dann fühle ich mich ganz ruhig und mein Kopf ist dann fast leer. Und wenn ich so Yoga mache, dann kann ich mich sehr gut konzentrieren. Und volle Konzentration brauchen Shantani und Mayuri für ihr VWL- und Informatikstudium in Bonn. Heute haben sie sich nach der Uni bei einer kurzen Entspannungspause am Rheinufer Rezepte für ein Kochevent überlegt. Heute ist Freitag und wir wollen Freunde zum indischen Dinner einladen. Jetzt gehen wir einkaufen. Mal sehen, was wir heute finden. Sie suchen frische Zutaten für ihre Gerichte. Nach der altindischen Lebensphilosophie Ayurveda fördert neben Yoga auch das richtige Essen, Gesundheit und Ausgeglichenheit. Ein Dinner mit 4 Gerichten kann da wie eine Art Hausmedizin gegen Unistress wirken. Mayuri startet mit ihren beiden Rezepten. Dazu nimmt sie 10 frische Currygrundgewürze, Linsen und Reis, frische Tomaten, etwas Bratöl, Gewürze, Chilipulver und Salz, dazu noch frische Zwiebeln und Ingwer. Los geht's! Zum indischen Essen gibt es traditionell Reis. Mayuri erhitzt etwas Öl und brät Gewürze und Lorbeerblätter an. Wenn wir einen besonderen Anlass haben, geben wir dem Reis durch die Gewürze mehr Aroma. Das macht ihn sehr schmackhaft und so wird er ein eigenes Gericht. Heißes Wasser dazugeben und den Reis darin ziehen lassen. Schon ist Zeit für Mayuris Lieblingsgericht, Dal, ein Linsencurry. Die Hülsenfrüchte weich kochen. Linsengerichte stehen als wichtige Proteinquelle weit oben auf dem Speiseplan der ayurvedischen Küche. Und auch für Mayuri und Shantani, denn beide ernähren sich, wie rund die Hälfte aller Inder, rein vegetarisch. Diese Kultur hat mit Geschichte zu tun, Religion zu tun, auch Gesundheit zu tun. Meine Familie, niemand isst Fleisch und ich habe nie in meinem Leben Fleisch gegessen. Mayuri will mit den Linsen ein bekömmliches Dal zubereiten, in dem die Aromen fein miteinander harmonieren. Nach ayurvedischer Lehre wirken Gewürze nährend, appetitanregend und wärmend. Und dazu noch gesundheitsfördernd, erhitzend, schleimlösend, kühlend und trocknend. "36 Gewürze kennt die ayurvedische Küche. Das Studentenrezept setzt auf weniger, aber genauso gesunde Zutaten. Zwiebeln und Ingwer in der heißen Pfanne mit den Curry-Grundgewürzen anbraten. Kräuter und Gewürzpulver hinzufügen und den Geschmack zuletzt mit Garam Masala abrunden. Das Curry gut umrühren und die weich gekochten Linsen in die Pfanne gießen. Jetzt fehlt nur noch etwas Tomatenpüree. Tomaten mixt Shantani auch schon gleich für das dritte Gericht. Dafür braucht sie indischen Käse, Spinat und Currygrundgewürze, Koriander, 5 Gewürze und Salz. Eine frische Zitrone, Tomaten, Zwiebeln und Ingwer. Okay, genau so. Kochen ist nicht nur für Essen für mich, aber Kochen ist auch eine sehr gute Aktivität für mich, um meinen Stress abzubauen. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. So, diese 3 Minuten können wir benutzen, um Spinatpüree zu machen. Den kalziumreichen Spinat mit etwas Chili mixen. Shantanis Gericht gelingt in 30 Minuten. So ist ihr Zeitplan. Aber dann ist wieso? Trotz streikender Technik geschafft.
Jetzt fügen wir diese Spinat hinzu. Jetzt geben wir diese Paniere ein. So, das geht rein. So, hier ist unser Palakpanier. Das war's und das ist schon fertig. Und schon treffen ihre Gäste ein, Kommilitonen und Freunde aus Bonn, die sie heute in den Privaträumen der Deutsch-Indischen Gesellschaft bewirten. Wie in Indien üblich, bietet die große Wohnküche hier genug Platz für alle. Perfekt. Aber noch fehlt das vierte Gericht aus Kichererbsen, Koriander, Öl, Currygrundgewürzen, vier weiteren Gewürzen und Mangopulver, frischen Tomaten, Zitrone und Zwiebeln, Ingwer, Currypulver, Kurkuma und Salz. Mayuri reibt wieder etwas frischen Ingwer, der das Immunsystem stärkt. Zum Grundcurry gibt Chandni jetzt süßsäuerliches Mangopulver statt frischer Mango, Indiens Nationalfrucht. So, und jetzt addieren wir Chickpeas drin. Kichererbsen mag Freundin Lina besonders. Das Chana Masala, das mit den Kichererbsen, das habe ich sehr oft gegessen und sehr gerne, fast jeden Tag, während ich in Indien war. Und ja, deswegen freue ich mich auch, das gleich zu probieren. Ja, bitte schön. Danke. Das ist heiß. Und? Sehr lecker. Koriander. Das ist mein wirkliches Lieblingskräuter. Und das geht so oben. Eine letzte gesunde Zutat. Nebenan freuen sich schon alle auf das Buffet. Nach gut 3 Stunden Kochzeit eröffnet im Namen der Indian Association Bonn Hausherr Ranjit Singh Wadhwa das Studentendinner. Das sagen wir erstmal draußen. Bei diesem Buffet werden alle satt und tun etwas für ihre Gesundheit. Denn gute Ernährung gleicht nach ayurvedischer Lehre die 3 Lebensenergien aus: Vata, Pitta und Kapha. Und das hilft auch, Stress, Angst und Abgeschlagenheit abzubauen. So hilft das Kochen des gesunden Essens nicht nur Mayuri und Chandni zu entspannen, sondern auch ihren Gästen. Dankeschön. Das war sehr lecker. Ja, danke sehr. Sie hat auch gekocht, ne? Ja. Sie? Ja.